Dies hier sind Aufnahmen vom Oktoberfest in München. Es ist meine Stadt, in der ich lebe und arbeite, wie die meisten Filmregisseure meines Landes. München hatte immer schon etwas Fantasievolles, Barockes, etwas Besonderes, das sie zu einer kulturellen Metropole in Deutschland gemacht hat. Die Feste werden hier in Bayern bunter gefeiert als anderswo in Deutschland. Die Eröffnung des Festes wird jährlich wie ein großer Staatsakt zelebriert. Der Bürgermeister der Stadt zapft das erste Bierfass an und für die Medien ist der Moment ein Ereignis wie die große Weltpolitik. Ich bin hier mit Freunden in einem der Bierzelte. Alle am Tisch haben mit Film zu tun, als Produzenten, Autoren, als Festivalleiter. An schönen Tagen strömen hier über eine halbe Million Menschen zusammen, aber ganz tief im Herzen bin ich jemand, der sich unter so vielen Menschen nicht wohlfühlt. Ich stamme aus einem einsamen Gebirgstal. Ich gehe sehr viel zu Fuß, dazu trage ich meistens diese Gamaschen. Das ist im Grunde genommen gegen die Nässe weiter oben in den Bergen. Gepäck nehme ich sehr wenig mit, ein paar Pfund. Ich bin jemand, der sehr große Strecken zu Fuß geht. Von diesem Punkt aus bin ich vor 2 Jahren zu Fuß losgegangen. Und zwar liegt dieser Punkt hier genau an der Grenze von Deutschland zu Österreich. Das ist am Rande des Dorfes, in dem ich aufgewachsen bin. Die Grenze verläuft hier nach Westen. Und als Kind dachten wir, Kinder, als Buben noch, wir müssten an der Grenze entlang gehen und würden dann, wie wenn man um die Welt herum geht, am selben Punkt nur aus der anderen Richtung wieder zurückkommen. Ich bin damals 2.000-3.000 Kilometer zu Fuß gegangen und weiß inzwischen natürlich sehr viel mehr über mein Land. Ein kleines bisschen hat auch die Vorstellung eine Rolle gespielt, dass dieses Land, aus dem ich stamme, ja ein zerteiltes und zerrissenes ist. Der Krieg hat unser Land in verschiedene Teile zerrissen. Und ein Mensch, der zu Fuß außen herum geht, immer der Grenze folgend, würde das Land auch irgendwie zusammenhalten. Manchmal sage ich ein bisschen zum Scherz, meine Filme sind alle Filme, die zu Fuß gemacht sind. Es stimmt, es ist etwas Richtiges daran, weil sehr viele entscheidende Dinge in meinem Leben habe ich zu Fuß gemacht. Ich bin beispielsweise einmal zu Fuß von München nach Paris im Winter gegangen. Das sind 800-900 Kilometer, weil eine Person, die für mich sehr, sehr wichtig war, im Sterben lag. Und ich dachte, wenn ich zu Fuß käme, würde sie gerettet sein. Das war etwas wie eine Pilgerfahrt fast. Und ich werde ganz sicher auch noch weiterhin sehr große Strecken zu Fuß gehen. Das ist eine ganz eigene Form von Leben und Existenz, das wir fast ganz aus unserem Leben, aus unserem normalen Leben verloren haben. Südlich der Alpen lebt auf dieser Burg ein Freund, der auch ein großer Zu-Fuß-Geher ist, ein Bergsteiger, vielleicht der größte Alpinist, den es derzeit gibt. Es ist Reinhold Messner und wir planen zusammen einen Spielfilm im Himalaya am zweithöchsten Berg der Erde. Reinhold, große Frage für mich, die nicht ganz lösbar ist, ist, wie weit bringen wir die Schauspieler rauf, den Kinski? Der ist über 50. Aber er ist noch gut in Form, er ist gut in Form, und ich glaube schon, dass er am Südpfeilerweg, also an dieser Route, das ist der Normalweg von 1954, wo ich 79 hochgestiegen bin, da ist der Anfang ein bisschen steinschlaggefährlich und vor allem sind da andere Gruppen, da können wir nicht arbeiten. Wir sollten links gehen, also über diesen Pfeiler, über diese Schneerippe, könnte der Klaus Kinski vielleicht bis in diese Höhe kommen, wenn er einen guten Tag hat. Und das Team, wenn du gute junge Kameraleute hast und du selber, ihr kommt vielleicht herauf bis in diese Höhe, sodass man schon relativ nah an den Gipfel herankommt und auch noch ganz oben filmen kann. Aber Kamera auf dem Gipfel undenkbar. Nein, das ist zu schwer. 35 mm Kamera. Das ist zu schwer. Undenkbar. Also das würde ich nicht tun. Ich glaube, da kriegen wir auch nichts mehr heraus. Dann haben wir zwar vielleicht eine Kamera oben, aber kein einziges Bild oder kein scharfes Bild oder die Kamera mit dem Kameramann abgestürzt, das ist es auch nicht wert. Vor allem ist es interessant, wenn hier ein Kamerateam hochsteigt, dann kann es so von 300-400 Meter Entfernung das parallel kletternde Team filmen, das wirkt ja in der Wand viel stärker. Ich sehe vor, dass wir relativ viele Lager aufbauen und dass wir eine kleine Gruppe von Sherpas, von einheimischen Trägern uns verpflichten,
die diese Lager dauernd versorgen. Das heißt, dass wir oben bleiben können, solange wir arbeiten wollen. Die bringen uns Essen, die bekochen uns auch. Mhm. Weil sonst haben wir keine Lust, um 4 Uhr früh da bei 30 Grad Kälte aus dem Schlafsack zu kriechen und ohne zu essen ins Freie zu gehen und zu arbeiten. Also wir müssen schon versorgt und bekocht werden von unten. Das muss ein eigenständiges Team machen. Mhm. Damit wir oben arbeiten können, es geht ja nicht um die Besteigung des Tages, sondern du willst dann einen Filmen nach Hause bringen. Vom K2 ist da noch was? Vom K2 habe ich hinten sehr schöne Bilder, also in diesem Teil. Das ist jetzt schon sehr hoch oben, also das ist auf 8000 Meter, das ist unser letztes Biwak. Mhm. Das ist eine flache Stelle, wo man gut biwakieren kann. Ja, ja. Das sind alles Aufstiegsbilder vom K2. Mhm. Das ist das dritte Lager, wo man das erste Mal nach China hineinsieht. Da sieht man, das ist jetzt schon China. Und das ist der Gletscher hier. Das ist der Gletscher, über den wir reinkommen. Und unten das ist natürlich gut, den von oben zu sehen. So von tiefer unten wirkt das nicht so gut. Von oben wirkt er wie eine Autobahn. Diese Berge sind die Landschaft meiner Kindheit. Auch wenn ich fast alle meine Filme, bis heute sind es 24, an entlegenen Plätzen der Welt gedreht habe, kehre ich hierher immer wieder zurück. Beim Gehen habe ich immer die intensivsten Momente der Fantasie, des Pläne-Schmiedens. Ich schreibe dann sehr viel, arbeite an Projekten, an Drehbüchern. Ich habe Lyrik veröffentlicht, Drehbücher und Prosatexte. In den letzten Jahren sind von mir 6 Bücher erschienen, darunter vom Gehen im Eis, das mir besonders wichtig ist. Es entstand während eines winterlichen Fußmarsches nach Paris. Und dies hier ist Lotte Eisner, die Person, wegen der ich zu Fuß ging, deren Sterben ich verhindern wollte. Sie musste 1933 aus Deutschland emigrieren und gründete mit Henri Langlois die Cinémathèque in Paris. Diese Aufnahmen entstanden kurze Zeit, bevor sie dann wirklich starb. You know that I rigorously and categorically forbade you to die about 8 years ago when I marched from Munich to Paris just to prevent. I did this pilgrimage and I've said now, well, you've got the permission to die now. To explain a little bit, you have been somehow the consciousness of the new German cinema. We are a fatherless generation, somehow orphans, because the barbarism of the Third Reich has disrupted the continuity of filmmaking. There was a void, a gap of almost a quarter of a century, and you have bridged the gap for us to the great filmmaking in the 20s of the Expressionist epoch. And more important so, my feeling is that there was no legitimate German culture anymore, not in film or anywhere. And your authority and your declarations has given us legitimacy. And only that has opened us the gate to audiences outside of Germany. Yes, I was very happy when I saw your first film. And that of Schlöndorff, for example. Yes, Schlöndorff. The Junge Turles. Yes, I thought with Schlöndorff's film, well, that's French influence, and he had lived quite long in France. But when I saw your Sign of Life, I said, that's a real German film, and that's something for me. And I was very happy because I knew it was after a modern version of Achim von Arnim. Yeah. And I liked always the romantic writers, and so I was very happy to see it and wrote to Fritz Lang, Fritz, I'm so happy, Germany gets good films again. Lebenszeichen, das war mein erster Spielfilm, den ich mit 24 Jahren gedreht habe. Er handelt von einem deutschen Soldaten der Okkupationszeit des Zweiten Weltkrieges, der beim Anblick eines Tales voller Windmühlen in Wahnsinn verfällt. Gestern an Bergen.
Sag's doch. Du hast verraten? Hm? Sag doch, dass du das verraten hast. Du hast verraten! Herzlichen Dank. Komm, geh's weiter. Na komm. Was ist denn los? Was hast du denn? Was ist denn? Sag's doch. Komm. Sag's. Setz dich her. Sag's. Sag's. Komm. Geh's weiter. Was ist los? Jan, fass mich nicht an. Es ist doch besser, dass du Dora und Erwan gehst und beim Hauptmann. Und Dora! Geh! Der Soldat verschanzt sich auf einem Kastell und schießt mit Feuerwerken um sich. Er kämpft gegen Freund und Feind, selbst gegen das Licht des Tages. Eisner hat auf die kulturelle Verbindung zur Romantik hingewiesen. Hier in dem Bild von Caspar David Friedrich ist der Mensch ganz alleine, klein, unbedeutend vor der Größe der Landschaft. Aber die Landschaft ist nicht nur ein Hintergrund, sondern so etwas wie eine innere Landschaft, ein Zustand der Seele. Sicherlich ist die kulturelle Tradition in meinen Arbeiten spürbar, bis hin zu einer Operninszenierung, die ich in Italien gemacht habe. Es war Dr. Faust von Busoni, ein sehr deutsches Thema. Oder beispielsweise in meinem Film Herz aus Glas ist das spürbar, der von prophetischen Visionen handelt und einer Dorfgemeinschaft, die in ein vorhergesehenes Unglück rennt. In diesem Film haben alle Darsteller unter Hypnose gespielt. Sie waren so tief in Trance, dass sie die Augen öffnen konnten, ohne dabei aufzuwachen. Da kommt vom Morgen her ein großer Vogel und scheißt ins Meer. Das Meer wird haushoch und kocht. Die Erde wackelt und eine große Insel geht halbert unter. Die große Stadt mit dem eisernen Turm steht im Feuer. Aber das Feuer haben die eigenen Leute gelegt. Und die Stadt wird dem Erdboden gleichgemacht. In Italien werden die geistlichen Herren umgebracht und die Kirchen stürzen ein. Der Papst sitzt in einer Zelle. Auf der Flucht weiht er eine Ziege zum Bischof. Gerät der Zorn Gottes habe ich 1972 gedreht. Es ist die Geschichte des spanischen Eroberers Lope de Aguirre auf der Suche nach Eldorado. Eine ganze Armee verschwindet mit ihm spurlos im Urwald. To drop dead from the trees, and the birds will drop dead from the trees.
I'm the wrath of God. I, the wrath of God, will marry my own daughter, and with her found the purest dynasty ever known to man. And the wrath of God. Who else is with me? Fata Morgana habe ich in der Sahara gedreht. Es ist ein Film über die Schöpfung der Welt und das Paradies. Ich habe hier die ersten 11 Jahre meiner Kindheit verbracht. Das heißt, gewohnt haben wir in dem Haus rechts, in ziemlicher Armut. Ich bin allerdings in München geboren, aber als ich 2 Wochen alt war, wurde das Haus, in dem wir gelebt haben, von einer Bombe teilweise zerstört. Seltsam bei dieser Gegend war auch, dass nachdem Deutschland ja von den Truppen besetzt worden ist, also Amerikanern, Franzosen, Russen, ist Deutschland immer mehr zusammengeschrumpft, wurde immer kleiner, und das war fast der letzte Punkt, der noch nicht besetzt war. Und als dann die Amerikaner hier das alles übernommen haben, also 1945, da sind letzte Soldaten der deutschen Wehrmacht in die Berge geflüchtet, haben Zivilkleider angezogen und ihre Waffen im Wald weggeworfen. Und wir haben als Kinder Maschinenpistolen im Wald gefunden und haben damit gespielt. Also ganz gefährlich eigentlich. Unsere Mutter ist schier vor Angst gestorben manchmal. Aber es war eine sehr, sehr schöne Kindheit, die wir hatten. Andere Kinder meiner Generation, die in Städten aufwuchsen, hatten eine ähnlich schöne Zeit. Die sind in Ruinenlandschaften aufgewachsen, und ganze Kinderbanden hatten dann Wohnblocks, ganze Wohnviertel für sich, die völlig zerbombt waren, und konnten dort ihre Königreiche errichten. Wir hatten hier unser Königreich. In meiner Jugend hatte ich einen Traum. Ich wollte eigentlich Weltmeister der Skispringer werden. Und das hier ist die erste Schanze, auf der ich je gesprungen bin und trainiert habe. Man kann hier etwa 50 Meter weit fliegen. Und ich war allen Ernstes daran, eben fest zu trainieren und in die Nationalmannschaft zu kommen. Nur ist dann mein Freund, mit dem ich damals trainiert habe, mein Bester damals, sehr schwer verunglückt, fast ums Leben gekommen. Und das war so schockierend, dass diese Karriere abrupt dann ein Ende hatte. Und von da an war für mich eigentlich klar, ich könnte nur Filme machen. Aus diesem sehr intensiven Wunsch, selbst Weltmeister zu werden im Skispringen, hat sich dann später ein Film ergeben, und zwar Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner. Ein Film, der mir sehr, sehr nahe am Herzen liegt. Dies hier ist der zweifache Weltmeister im Skifliegen, der Schweizer Walter Steiner. Jemand wie er zu sein, ist bis heute noch mein Traum.
We are in Carnac in Brittany. And I've come here because I wanted to show you a place where a film has originated, namely Fitzcarraldo. I was looking for a windswept coastline. I stayed here just wondering how, for God's sake, did they do it 5,000 years ago? It's a miracle. Just unbelievable. Der Film handelt von großer Oper im Urwald des Amazonas. Fitzcarraldo, ein Abenteurer, transportiert mit Hilfe von 1100 wilden Indianern ein 320 Tonnen schweres Schiff über einen Berg. Der Film war sehr schwierig zu drehen, er war überschattet von Katastrophen. Anfangs spielten Jason Robards und Mick Jagger, dann musste alles von vorne angefangen werden, weil Robards schwer krank wurde. Was Sie hier sehen, musste alles weggeworfen werden, es ist nicht im fertigen Film. Entertain this fair well-spoken days. I am determined to prove a villain and hate the idle pleasures of these days. Wilbur, you are definitely my man. Das Camp zum Drehen im Urwald war 1400 Kilometer von der nächsten Ortschaft entfernt. Die Verpflegung sehr schwierig, manchmal fast unmöglich. Zwei unserer Flugzeuge verunglückten dabei. Dann gab es Regenfälle, die stärksten in diesem Jahrhundert. Die Arbeit blieb immer wieder stecken. Did the territory hold any surprises for you that you didn't know about from your pre-planning? Yes, of course. Bad surprises. For example, that the terrain is not firm where we wanted to have our path for the boat. It's just completely muddy and wet, so we had to cut another path. And that brought us problems because we had to cut deep into the mountain and it's very, very, very tough and there were landslides. Recently, since more than a quarter of a century, there hasn't been so much rain now. And that has brought us bad surprises. Diese Bilder entstanden bei Vorbereitungen zu den Aufnahmen in den Stromschnellen, den gefährlichsten in Peru. Sieben Personen gingen an Bord des Schiffes, zwei Schauspieler, drei Kameraleute, ein Toningenieur und ich selbst. Die Risiken waren kalkulierbar, trotzdem gab es mehrere Verletzte. Paul? Ja? Also geht's gut. Glück. Okay. Mach's gut. Ja, du auch. Immer wenn es nötig war, haben wir uns entschlossen, für einen Film auch Risiken einzugehen, die andere nicht auf sich nehmen würden. Das war doch die Idee, das war ein Idiot, das war doch so schnell, nein, das war doch so schnell.
Das ist nein! Ich bin vorwärts geflogen und die Optik. Das Auto hat mich sein, ich hätte mich so leicht schon gerannt. Schau mal aus, diese Optik hier. Diese Optik flog und das war doch die Idee überhaupt. Hier! Ja, Ober! Halt dich! Komm immer näher! Komm immer näher, die Nacht gerast! Und in dieser Panik habe ich geschrien: die Engine, die Engine! Da hat's geknallt, dann hätte ich geflogen. Besser geht's überhaupt nicht zu timen. Als ich 3 Jahre alt war, habe ich einmal den lieben Gott gesehen. Es hat sich herausgestellt, dass er von hierher kam. Ich muss das erklären, am Nikolaustag kam der Weihnachtsmann, der bestraft ja auch die schlimmen Kinder, und ich hatte viel angestellt und bin aus Angst unter das Sofa gekrochen, wurde dann hervorgezogen und auf einmal wie zur Rettung stand ein Mann in der Türe mit einem braunen Overall an. Und ich wusste, das ist der liebe Gott, der mich rettet, und der hat mich sehr nett angeschaut und ich hatte keine Angst mehr. Später hat sich herausgestellt, dass das ein Mann war, der in einem kleinen Elektrizitätswerk gearbeitet hat, nämlich hier. Das war eine kleine Stromgenerationsstation, und Sie sehen, es ist hier gar nichts mehr übrig. Das war meine Kindheit und hier kam der liebe Gott her. So habe ich mit 18 Jahren ausgesehen, neben mir meine Mutter und meine Brüder. Ganz links ist mein jüngerer Bruder, der heute mein Produzent ist. Das war ein paar Jahre später mit 24 bei Lebenszeichen. Hier bei dem Film Auch Zwerge haben klein angefangen, alle Darsteller waren Lilliputaner. Das war in Afrika bei den Dreharbeiten zu Fata Morgana. Wir hatten alle Malaria und wurden mehrmals ins Gefängnis gesteckt. Das hier war bei den Vorbereitungen zu Aguirre, der Zorn Gottes, in Peru. Hier drehte ich La Soufrière, das war auf einem Vulkan in der Karibik, der am Explodieren war. Die Sache war ziemlich gefährlich. Und hier sieht man an mir, wie anstrengend die Arbeit am Film sein kann. Aber das ist mein Leben, ich möchte kein anderes.